Hallihallo, herzlich willkommen in meiner Firma Schlosserer Oldorf. Ich habe hier ein Schloss und bei dem Schloss ist die Falle kaputt. Ach Quatsch, ist nicht Feder kaputt, so Falle. Geht die Falle nicht und ist die Feder kaputt und die Falle, die will da nicht mehr so richtig raus. Und jetzt wollen wir da mal eben reingucken, was damit los ist. So, Schrauben wieder in einen kleinen Becher. Ja, was steht hier vorne drauf? FR und C steht hier drauf. Sorry oder Sor, so SOR. Keine Ahnung, ob da noch ein I ist oder so. Kann man nicht so richtig sehen. Muss ich auch mal nachher nachgucken. So. Okay, das muss ich selber erstmal gucken. Scheint auch so ein Schwedenschloss zu sein. Ja, sieht so aus, als wenn da jemand schon mal selber was gemacht hat. Das ist nur Original. Und die Feder. Die geht hier rum, läuft hier lang und dann wird die hier gegen gedrückt haben. Ja, und dann hat die hier gegen gedrückt. Hier lang. Kleinen Bogen hat sie hier noch gehabt, dann hat sie dagegen gedrückt, damit sie so praktisch dies ausführt. Und dann ist das da dran. Und dann kann man das nach hinten drücken nachher mit der Klinke. Jetzt muss ich nur mal eben. Muss ich mal irgendwas gucken, dass da irgendwas nicht richtig, oder? Doch, alles klar, ist alles okay. So, und dann ist es also praktisch abgesperrt. Jetzt ist die versperrt. Ist alles richtig. Jetzt ist sie also hier versperrt. Jetzt kann ich also das hier nicht mehr betätigen. Wenn ich jetzt also hier versuche, die Klinke zu drücken, also in die Richtung, dann geht gar nichts. Ich muss es hier wieder praktisch aufmachen. Und dann erst kann ich praktisch diesen hier wieder bewegen. Oder eben halt, wenn ich jetzt hier die Klinke drücke. Mal sehen, passt einer rein gerade. So, jetzt geht das. Aber das zeige ich gleich, wenn das fertig ist. Und wenn das hier versperrt ist, geht es nicht mehr. Mal nur gucken, dass die hier nicht rausfliegt. Eigentlich müssten wir da eine kleine Schraube reinmachen. Ah, jetzt ist er raus. Auch oh, gut. Gut, so. Dann. Machen wir mal eben die Feder hier. Eine ähnliche oder gleiche, muss man schauen. Und dass das hier wieder funktioniert. Das zeige ich dir gleich mal eben. Ich habe jetzt eine Feder gemacht, die sieht das nicht schön aus. Heute ist irgendwie nicht mein Tag. Gut. Aber es geht ja nicht um Schönheit, sondern letztlich um Funktion. Was ich noch sagen muss, ich baue das mal ganz auseinander. Das ist hier so ein Hebel, der steckt hier so drin. Das nochmal sieht. Und hier muss nachher die Feder rein. Das heißt also, die liegt hier an der Nut drin. Gut. Dann kommt das Ganze hier wieder zusammen. Wenn es denn möchte. So. Gut, dann kommt die Feder. Ja, ist ein bisschen stramm. So, dann kommt dann noch das bisschen Öl überall hin. Passt auch.
ja nachher so verbaut, das Schloss, und dann läuft das Öl nachher doch da überall hin, wo es hin soll. Gut, das haben wir soweit. Dann muss ja noch die Feder wieder hier rein. Da müssen wir jetzt mal eben aufpassen, dass uns das jetzt nicht nach oben springt gleich. Mal gucken. Oh, habe ich mir wieder gedacht. Dann hake ich das doch mal eben so ein, weil das ist jetzt nicht gerade so. Das kann man so mit der Hand. Jetzt bleibt das auch drin. Einspannen. Okay, die Feder sieht jetzt nicht ganz so schön aus, aber dafür funktioniert sie. Das hat auch schon mal irgendjemand gemacht hier. Auch nicht ganz sauber, aber das spielt eigentlich ja keine Rolle. Hauptsache, dass das läuft. Und wenn ich mal nicht so einen guten Tag habe, dann geht es mal nicht. Aber die Funktion ist da. Das war falsch. Was hat das jetzt den Auftrag? Ans Gewinde machen. So, das geht auch nicht ganz gut, weil meine Hände ölig sind. Noch ein bisschen Öl, Finger drauf. So, und dann hat der Kunde da wieder eine Menge Freude dran. Ja, der Stolp ist gemacht für Rechts- und Linksschlösser. So, dann wollen wir mal gucken, ob alles funktioniert. Das geht und der ist rumgeschlossen. Jetzt sollte der hier nicht gehen. Der geht auch nicht. Jetzt geht das Ganze wieder. Gut. Okay, das war's wieder von meiner Seite aus. Schloss funktioniert. Das können wir dann noch. Eigentlich mache ich das immer ganz gerne. Kann ich das auch noch mal machen. So, ich habe da jetzt meinen Namen reingraviert. Sonst habe ich immer da ein Datum drauf gemacht noch. Das mache ich bei vielen Sachen, aber nicht mehr, weil wenn ich das nochmal wiederbekomme und ich sehe auch mal, das hatte ich vor 10 Jahren in der Hand gehabt. Ups, dann weiß ich auch mal, wie alt ich bin. Das fand ich damals so ganz lustig, aber als ich auch mal Schlösser wiedergekriegt habe, die, wo so ein Datum hinten drauf stand, dann fühlt man sich so ein bisschen komisch. Jetzt nicht wegen dem Alter, das wollte ich damit nicht sagen, nur einfach eben ist ein bisschen komisch. Also für mich jetzt. So, also egal. Schloss funktioniert. Ja, das war's von meiner Seite aus und dann freue ich mich schon auf mein nächstes Projekt.